Jetzt noch zwei Sätze, da müssen wir sowieso aufhören, wie man Demokratie attraktiver machen kann. Was kann man eigentlich machen? Jetzt überlegen, wie sich die Öffnungszeiten zu verlängern. Das ist natürlich alles Quark, ehrlich gesagt. Muss man eine Stunde. Wer heute nicht wehren geht, der ist so ein Larry. Ich kenne einen Stiefpappen, wir nennen ihn Carry. We all like a music, nicht leicht, nein, heavy. Wer heute nicht wehren geht, der ist ein Larry. Und ja, nur mehr, ich bin auch entpolitisiert. Deswegen spitte ich Rums und hab mich jetzt positioniert. Ich poste Bilder und meine Nippel sind zensiert. Sie wurden mit solchen Pubelchen kaschiert. Länger das Wahllokal offen, als kommen ja nicht viel mehr Leute hin. Also wer wählen will, geht da hin und wer nicht will, nicht. Also wie organisiere ich das? Kann ich Ihnen sagen. Ich stelle mir zwei Änderungen vor für die Bundestagswahl. You might not get him, diese politische Message. Du gibst kein Fick und bist ne heftige Bitch. And all these hefties keep hefting asking me this. Warum rappst du nix Politisches? Und sie fragen, warum rappst du nix Politisches? Und ich rapp zurück, dass nichts nicht politisch ist. Und sie fragen, warum rappst du nix Politisches? Und ich rapp zurück, dass nichts nicht politisch ist. Nicht zu wählen ist kein Protest, du Horst. Um mich zu dissen ist kein Rufmord. Mein Ruf bleibt fresh, schrei im leisen Ort. Jogge mal zum Wahllokal, das nennt sich Sport. Und sie fragen, warum rappst du nichts Politisches? Und ich rapp zurück, dass nichts nicht politisch ist. Und sie fragen, warum rappst du nichts Politisches? Und ich rapp zurück, dass nichts nicht politisch ist. Ich würde den Fraktionen erlauben, ein Jahr vorher eine Frage an die Bevölkerung zu formulieren, die Bevölkerung durch Volksentscheid entscheidet. Diese Frage muss kurz zum Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht muss bestätigen, dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Dann sind zum Beispiel Fragen zur Todesstrafe ausgeschlossen etc., weil da die Antwort Ja immer grundgesetzwidrig wäre. Und sie fragen, warum rappst du nichts Politisches? Und ich rapp zurück, dass nichts nicht politisch ist. Und sie fragen, warum rappst du nichts Politisches? Und ich rapp zurück, dass nichts nicht politisch ist. 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 Wer heute nicht wählen geht, der ist ein Larry. Ich kenne einen Stiefpappen, wir nennen ihn Carry. We all like euer Music heavy. Wer heute nicht wählen geht, der ist ein Larry. Wer heute nicht wählen geht, der ist ein Larry. Wer heute nicht wählen geht, der ist ein Larry. Ich kenne einen Stiefpappen, wir nennen ihn Carry. Wer heute nicht wählen geht, der ist ein Larry.